Ökostrom für die Stadtverwaltung. Blankenburger Stadtwerke sind sehr umweltbewusst. Seit einigen Jahren liefern die Blankenburger Stadtwerke bereits Ökostrom an die Privathaushalte. Das heißt ökologisch und klimaneutral aus erneuerbaren Energien. Nun gehen sie noch einen Schritt weiter. Wir sind jetzt seit diesem Jahr dazu übergegangen, das auch Großkunden anzubieten. Und die Stadt als einer der Großkunden natürlich auch von uns, die haben sich auch bewusst für Ökostrom entschieden. Die Großkunden haben da die Wahl. Und dadurch, dass sie sich für Ökostrom entschieden haben, wollen sie es natürlich auch nach außen transportieren. Und dieses Transportieren, dabei unterstützen wir natürlich auch die Stadt. Entsprechend haben wir Ökostromzertifikate, die wir auch haben, um für uns den Nachweis zu pflegen. Haben wir dann vervielfältigt, um dann effektiv den eigenen Betrieben der Stadt dann diese Zertifikate zur Verfügung zu stellen, dass die das dann auch nach außen zeigen können. Dass gerade jetzt hier im Blankenburger Tourismusbetrieb dann auch der Tourismusbetrieb dann auch zeigen kann, den Touristen hier, wir als Blütenstadt tun auch für unsere Umwelt. Nicht nur irgendeinen Strom zu besorgen, sondern selbstverständlich erneuerbaren Strom aus ordentlichen Quellen, sage ich mal. Und dann auch noch mit Ökostrom RE, mit regionalem Engagement. Ökostrom RE, was versteht man darunter? Das RE, wie ich eingangs sagte, steht für regionalen Engagement. Das heißt, wir sind dazu verpflichtet, als Auflage, um das auch so benennen zu können, regionalen Engagement, ökologischen Engagement zu betreiben. Das heißt, wir machen zum Beispiel das ökologische Trassenmanagement, damit da die Umwelt möglichst geschont wird. Wir haben Bienenwagen dabei und bemühen uns halt so auch noch zusätzlich zum Ökostrom, den wir verkaufen, auch noch einen ökologischen Beitrag zu leisten. Wie viel Ökostrom verkaufen Sie denn so circa? Das ist schon eine ziemliche Größenordnung. Das sind circa 20 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Und nahezu alle, also ein Großteil aller Kunden haben sich dafür jetzt auch entschieden. Für die Haushaltskunden haben wir für die entschieden, weil wir es einfach pauschal umgesetzt haben. Aber auch die Großkunden haben sich mehr und mehr dafür entschieden, aus unterschiedlichsten Gründen. Entweder weil sie überzeugt davon sind, einen Teil dazu beitragen zu müssen, oder weil sie es sogar selbst benutzen können, um sich anders auch am Markt zu positionieren und das nach außen auch auszustrahlen. Oder weil deren Kunden wiederum Werte drauf legen. Und wir unterstützen dann die Kunden natürlich selbstverständlich dabei. Müssen die Kunden dafür mehr zahlen? Leider ja, aber der Mehrbetrag ist so verschwindend gering, dass selbst bei großen Mengen von den Großkunden das vielleicht gerade mal 200, 300 Euro im Jahr sind. Also, und das können die bei den Summen, womit die sonst spielen, locker verkraften. Und das zahlen die auch gerne dafür. Als ein Großkunde erhält der Tourismusbetrieb der Stadt Blankenburg seine Zertifikate. Medienwirksam werden die Urkunden überreicht, die bescheinigen, dass in der Blütenstadt sehr umweltbewusst gearbeitet wird. Wir verbrauchen 100% nur Ökostrom, keinen anderen Strom mehr. Das wird ja durch das Zertifikat festgehalten. Wir müssen sehr nachhaltig arbeiten. Wir werden getestet mit dem roten I, da war das auch Thema Ökostrom. Und die Nachhaltigkeit ist das wieder ein Punkt mehr. Neben Hartex und Ökoprodukte, die wir hier anbieten in der Touristinformation, die immer mehr werden, freuen wir uns jetzt auch, nur reinen Ökostrom zu verwenden. Wir haben für alle unsere Einrichtungen der Blankenburger Tourismusbetrieb die Zertifikate bekommen für das biologische Freibad am Tee in Blankenburg, für das Freibad Derenburg. Haben wir auch, und für den Ringstein sowie für die Touristinformation, wovor wir stehen. Alle unsere Einrichtungen, auch alle Einrichtungen der Stadtverwaltung verwenden jetzt Ökostrom. Da haben wir die Verträge geschlossen, dass wir 100% Ökostrom verwenden. Die Zertifikate bescheinigen den Blankenburger Stadtwerken, dass sie vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2021 bis zu 41.900.000 Kilowattstunden 100%igen Ökostrom liefern und somit bis zu 17.753 Tonnen CO2 einsparen.